Ja und Hallöchen meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play New Super Mario Bros. U. Wie versprochen gehen die Let's Plays weiter. Wenn Zombie U weitergeht, dann muss auch New Super Mario Bros. Für die Mario-Fans natürlich auch weitergehen und wir starten das Level auch gleich mal und probieren wieder alle Sternmünzen zu sammeln. Party in der Pokéhöhle. Okay, das hört sich schon mal... Oh, du Kacke. Das hört sich schon mal sehr stachelig an. Was, du kannst dich auch verwandeln? Bobs. Okay. Wir schaffen das schon. Runter geht's wieder in die Tiefen, wahrscheinlich wieder in die Höhle rein. Auf jeden, na klar. Ich wünschte, ich hätte jetzt eine Feuerblume ausgerüstet. Okay, hier können wir nicht runter. Können wir hier rauf? Ja, das können wir. Aber gut, dass wir können hier rüberfliegen und dann die Münzen krallen. Ja, was haben wir hier schon gesehen? Genau das, was ich brauche. Ja. Ah, das ist ja so wie in den anderen Mario-Teilen. Die kann man hier so wegschießen. Und wahrscheinlich, ist, wenn man Headshot macht, dann geht er halt schnell down. Oh, jetzt kannst du da runter. Ja, auf. Tschüss. Yes. Übrigens, Leute, ich spiele hier. Ja, bleib da unten. Übrigens, ich spiele mit... Oh, auch down gemacht. Nee. Der Kopf. Der Kopf nur noch so. Und tschüss. Was haben wir hier? Und auch eine Feuerblume, die wir nicht brauchen, denn wir haben ja schon alles. Komm her. Was ich erwähnen wollte, übrigens, ich spiele jetzt mit dem Gamepad, weil es meiner Meinung nach irgendwie besser ist, also von der Steuerung her, denn die Wii Remote war ja total empfindlich eingestellt. Und da ist die erste Stempelche und wir krallen uns. Und zack. Schapferdacke. Und oh, Schapferdacke natürlich total daneben. Komm her, du. Okay, dann schießen wir gleich mal weg und holen uns die Münze. Ey, was machen die da an den Decken? Runter da! Fast schon wie Fledermäuse, diese Stacheldinger. Diese Pockies. Los. Ah! Oh, was haben wir denn hier? Aha! Oh, so ein kleines Secret! Ja, da, schön alles einsacken. Und die zweite Sternmütze, meine lieben Freunde, das geht ja mal richtig wieder gut weiter in diesem Part. Zwar wieder ein bisschen einspielen in Mario, aber das geht ja schon. Und dann. Ich hoffe, ich war richtig. Ich hoffe, ich bin richtig gelegen. Ach du meine Güte. Was ist denn hier los? Komm. Ich seh nichts. Nein, nein, nein. Blöden Fledermäuse, verdammt nochmal. Tschüss. Oh, da oben geht's auch lang. Okay, ich muss aufpassen. Hier sind die ganzen Fledermäuse, die haben so eine Art Zielsuchdinger drin. Okay, wie kommen wir jetzt darauf? Ich muss da nach oben. Da ist sicher die Sternmütze versteckt. Ah, oh, verdammt. Okay, wir gehen ja erstmal hier runter. Ducken. Tschüss. Nein. Komm her. Kletten. So. Und wir kommen hier schnell rüber. Ah! Komm, flieg mal ehrlich wieder rauf. Komm, 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 komm. Nein! Nein! Okay, wir probieren es nochmal. Komm. Ach nee. Ey, das gibt's doch nicht. Wie komme ich jetzt da rauf, Leute? Wie soll das jetzt gehen? Menoe. Da oben ist sicher die letzte Sternmünze. Du gehst ja weg, da ich muss da durch. Pff, das war knapp. Okay, war's das Level schon? Nee, oder? Na toll, total abgefailt. Na egal. Müssen wir das Ganze halt nochmal probieren, meine lieben Freunde. So leid es mir auch tut. Ja genau, was ist denn hier? Pff, toll. Na gut. Zwei Sternmünzen, aber egal. Wir probieren uns die dritte noch schnell zu holen. Das muss doch gehen. Wir wollen ja einen 100%igen Run machen hier im Let's Play. Ja. Das muss doch irgendwie hinhauen. Level geht weiter, aber wir schauen, dass wir nochmal das Level starten. Ja. Ich will den dritten Sternmünze. Party in der Pokéhöhle. Gut, dass dieses Level kurz ist, denn so sind wir ja sehr schnell durch und runter geht's wieder. Ich glaube sogar, dass wir hier einen Yoshi erhalten, denn man kann ja sonst nicht an die Fahne rankommen. Man kann ja mit einem Yoshi auf diese Köpfe da, auf die Stacheln da rumhüpfen. Das heißt, wir müssen uns irgendwo einen Yoshi holen. Wahrscheinlich ist der Yoshi dort, wo wir in die Röhre reingegangen sind. Nur haben wir nicht mal weitergeguckt. Weil ich muss ja wieder durchrushen. Wie wir es vom Only denn kennen. Durchrushen ist die einzige Möglichkeit, das Spiel zu gewinnen. Und tschüss. Nein. Oh, das ist eine gefährliche Sache. Aber wir schaffen das. Blöder Sand. Puff. Komm runter da. Nein. Nein, nein, nein. Boah. Zack. Und tschüss. Pff, okay, das war ziemlich knapp. Und haben wir die? Hä? Wo ist der Yoshi? Oh, Yoshi! Oh, du Yoshi! Hab dich vermisst, mein lieber Yoshi! Können wir hier rauf? Nein. Hier runter? Nein. Können wir hier nach oben in die Röhre? Komm schon, Yoshi! Zeig, was du kannst! Und? Nein. Okay. Wie dann gehen wir halt hier runter? Yoshi-Musik hier. So, und jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht getroffen werden. Boff. Okay, wir können darauf.
Aber dafür brauche ich entweder so ein Stachelding. Na komm her. Komm, komm, komm. Ich tue hier nichts. Ich will nur deinen Kopf. Putsch! Und wir sind oben. Zack. Oh, da, 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 da. Jo, schön. Und Level Up bekommen. Wir haben jetzt schon 32 Leben. Und bekommen einen Applaus und wir springen hier rüber. Was nicht geht. Ja. Auf Fischen. Schön brav Fischen. Was? Was hast du denn da? Oh. Eine Eisblume. Okay, auch gut. Und jetzt können wir hier rauf. Ah. Aber das hätten wir auch ohne Yoshi geschafft. Naja. Und wo ist die Sternmütze? Wahrscheinlich da unten. Nee, da oben. Und wir haben die dritte Sternmütze, meine lieben Freunde. Das war's auch schon von dem Level. Wir hauen schnell ab hier. Keine Zeit zu verlieren. Zeit ist Geld. Und noch mehr. Lecker Schmecker. Braver Yoshi. Und München, München. Und eine München. Vergessen. München und München. Und Röhre. Du, 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 du. Und jetzt holen wir uns die Fahne. Pops. Und los, Yoshi. Oh ja. Yes. Vielen Dank, Yoshi, für deine Unterstützung. Ja, aber jetzt haben wir dieses Level zu 100% abgeschlossen. Du hast den Level abgeschlossen, ohne Schaden zu nehmen. Ja, nein, nicht Baustein. Ich bin sehr gut. Ich will da keinen Schaden genommen. Ja. Bevor wir nach oben gehen zum diesen doofen Monsterviech, Koopa oder keine Ahnung, ich weiß seinen Namen noch immer nicht. Machen wir dieses Level hier, Loch der Loderschlangen. Also, wie der Name schon sagt, ich bekomme jetzt schon Angst. Haben wir oben Secret? Ein Secret und kein Secret. Hier Secret, auch kein Secret. Sicher ist sicher, denn in Mario gibt es ja so viele Secrets, meine lieben Freunde. Das muss man einfach austesten. Jetzt müssen wir alles ausprobieren. Und es ist schon wieder dunkel. Ich stehe schon wieder. Ah! Ah, was haben wir denn hier? Sternmünze? Nein, nur München. Was? Ah, das Feuer kann ich so löschen. Das ist schon mal praktisch. Okay, wir suchen jetzt nach der ersten Stern. Ah, da oben ist sie. Und go! Nein! Okay, ich habe eine bessere Idee. Mit Anlauf muss das gehen. Okay, los, los, Mario! 1, 2, 3! Nein, wieso komme ich da nicht drauf? Okay, das muss anders. Das muss anders funktionieren. 1, 2, nein, Feuer! Ja! Okay, mit Anlauf geht's. Erste Sternmütze und wir fliegen runter. Aber wir leben noch. Random Shot. Bam. Geht's nicht nach unten. Da unten sind Münzen. Oh, Baby Yoshi. Was machst du, Yoshi? Oh, er macht Licht. Sehr praktisch, vor allem in diesen Levels. Und im Hintergrund die Musik. Ja, ja. Ich liebe die kleinen Baby Yoshis. Die sind so süß. Ja, schön Licht machen. Na, was willst du da? Komm, komm. Schön geblendet. Das ist so wie in Call of Duty, die Blendgranaten. Ja, ist ein toller Vergleich. Call of Duty hat hier nichts verloren in Super Mario. Oder was sagt ihr, meine lieben Freunde? Kannst du verbelächeln? Ja, sehr gut. Und zeig deine Fähigkeit. Nein, Baby Yoshi, bleib hier. Oh, ein One-Up. Kleines Secret. Haben wir sonst noch etwas hier? Nein. Ich vermisse noch immer die zweite Sternmütze. Wo könnte die nur sein? Okay. Checkpoint. Oh, ein Pilz. Das wir eigentlich nicht brauchen. Schauen wir mal diesen Weg, ob hier irgendwas ist. Aber hier sollte normalerweise die nächste Sternmünze sein. Wenn es mich nicht täuscht. Eschen! Los, Yoshi! Mit sowas für ein Vielfraß! Nee, hier ist auch nichts. Das gibt's doch nicht. Jetzt ist das fraglich, meine lieben Freunde. Haben wir diese eine Sternmünze vergessen? Irgendwo übersehen? Na egal, ich kann ja noch immer zurücklaufen, falls das der Fall sein sollte. Was ich nicht hoffe. Okay, los unter da. Oh, du meine Güte. Ah, da unten ist die Röhre. Okay, Yoshi, ich muss mich mal kurz wegschmeißen. Aber nicht zu weit laufen. Ja, bleib hier. Ich brauch dich. Und, kannst du erscheinen? Ja, Feuer kann der auch essen. Aber jetzt müsste hier die nächste Sternmünze sein, hoffentlich mal. Oh ja, da ist sie. Okay, ich esse erst die Typen hier auf. Weil die Typen ist gut. Die Feuerbälle, so. Und P-Button, das verwandelt das sicher in Münzen. Boff. Und da ist die nächste Sternmünze. Oh, die zweite. Alles klar, meine lieben Freunde. Dann haben wir noch nichts vergessen, Gott sei Dank. Die letzte krallen wir uns auch noch irgendwie. Ja, aber die Level sind so toll. Sternmünzen-Alarm. Sternmünzen.
Rote Münzen! 2, 3, 4, 5, 6! Komm schon, da unten! Shit! Jetzt sind wir mehr und alle 8 roten Münzen angesagt. Und belohnt werden wir mit einem One-Up. Nein, nicht erscheinen, das ist gefährlich. Jetzt, yes, erscheint! Hopp, Mahlzeit! Okay, als Blume. Können wir hier runter? Können wir hier runter? Okay. Okay. Nur noch eine einzige. Los, los, blenden und drauf auf den Kopf. Ah, jetzt die Frage. Ist. Okay, hier geht's weiter. Okay, nice. Da muss da oben die nächste Sternmitte sein. Hoffe ich mal zumindest. Jupp. Ja. Oh, nice. Die letzte Sternmitte. Holy ist fröhlich. Wir haben jetzt alle 3 Sternmünzen, meine lieben Freunde. Und gehen das Level umbelten. Ja, so richtig Freestyle, Freerunning in Super Mario kann man auch machen. Und weiter geht's. Hier müsste das Ziel sein. Nein! Oh, ich will die Fahne, ich will den One-Up haben. Ja! Sehr schön geschafft. Oh yeah, Mario Time. Okay. Oh, und ein kleiner Baby Yoshi haben wir ein One-Up bekommen. Das ist aber nett von ihm. Vielen Dank, Yoshi. Tschüss. Du hast den Level abgeschlossen, ohne Schaden zu nehmen. Hey, wir sind ja voll gut. Jetzt geht's hier ab. Flawless Runs. Und der nächste Weg öffnet sich. Führt natürlich zur gleichen Ebene, zur gleichen Welt. War schon klar. Ja, was schreibst du denn? Kartenansicht. Cooler Tower. Der Pascal. Hallo Pascal, willkommen in Holy's Video. Und Luke, herzlich willkommen, Flying. Sag, jetzt call ich mich nicht, du blöder Doofkopf. Wie in jedem Level. Trubel im Turm der Trubel. Und die erste Jumpe. Ich hab das jetzt nicht lesen können, wie das Level heißt, aber egal. Ah, wieder die tolle Musik von Bowser. Die Schlossmusik natürlich. Gut, dass wir die Eisblume haben, denn so können wir die ganzen Viecher ja einfrieren. So bekommen wir keinen Schaden. Eisblume und... Auf. Tschüss. Also mit dem Gamepad ist es viel einfacher, muss ich sagen. Also richtig, richtig geil. Gefällt mir besser als mit der Wii Remote. Und eingequetscht. Auf, auf, auf. Und... Rauf da. Bobsch. Bobsch. Sterbischer. Sterbischer. Geh auf da. Also, okay, können wir das gleiche machen. Wahrscheinlich mit Wandsprüngen, so wie ich das jetzt sehe. Okay, wie... So, und laufen! Zurück! Wandsprung! 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 Boom! Zweiter Sternmünzer! Ja, puff! Bowling! 100 Punkte! Oder waren das 200? Egal. Hab jetzt nicht geguckt. Wieso laufe ich denn? Holy, wieso bist du so doof? Boah. Ja, euer lieber Holy wieder am Abfaden. Und tschüss. Nein! Du kannst... Okay, Moment, ich bewege mal das Gamepad. Okay, alles klar. Mit dem Gamepad ist es ganz gleich wie mit der Remote, meine lieben Freunde. Wenn man das Gamepad bewegt, dann macht man auch sowas. So. Also ist es ganz egal, mit was man zockt. Du, komm her. Tschüss. Spüren. Ah, dürfte. Ist das ein Secret? Ist das ein Secret? Sehe ich dein Secret? Wir probieren es. Da links oben und. Puff. Ja, ist ein kleines One-Up-Secret. Und wir bekommen einen Applaus. Von den imaginären Zuschauern. Nein. Toll. Versperren uns den Weg. Toll gemacht, Koopa. Los. Es reicht. Jetzt knall ich dich weg. Tschüss. Alles wieder von vorne. Die ganze Arbeit. Jetzt. Bopsch. Nein. Bopsch. Bopsch. Und Bopsch. So. Eine Sternmütze noch, meine lieben Freunde, in diesem Turm. Dann, oh mein Gott, was ist das für ein Riese? Oh mein Gott. Weg mit dir! Okay. Ja. Alles klar. Gehen wir halt so weiter. Puff. Zack. Lassen wir den da unten schmollen. Bom. Hey, da ist eine Röhre. Okay. Okay, da musste... Irgendwo ist hier so ein Secret. Irgendwo muss ein Secret sein wieder. Hier vielleicht? Okay, das sieht nach Secret aus. Gucken mal. Nein. Toll. Für was war das dann gut? Irgendwo muss hier das Secret sein, meine lieben Freunde. Okay, Eisblume, die brauchen wir gar nicht. Oder es kann auch sein, dass dieses Secret hier da drüben ist. Wir schauen uns das mal gleich mal an.
Oh, da ist es ja schon. Oh, das ist aber nice versteckt. Was? Das ist alles? Puff. Fußpilz? Da ist ja sonst gar nichts. Was soll denn das? Hier oben vielleicht? Nein. Na toll. Alles klar. Richtig, richtig schade. Und hier kommen wir raus. Okay. Also keine dritte Sternmütze. Also noch nicht, ja? Du, tschüss. Komm her. Puff. Ich hoffe mal, wir finden sie noch. Zack. Hier vielleicht? Nein. Hier vielleicht? Nein, hier auch nicht. Hm. Wieder ein One-Up bekommen, das ist schon mal gut. Und tschüss. Das sieht hier verdächtiger. Das sieht sehr verdächtig aus. Schauen wir uns das mal an. Nein. Kein Secret. Toll. Was? Hast du? Oh, wie nice versteckt war das denn? Richtig nice. Okay, Sternmütze. Sternmütze und da werden wir fast überrollt. Du doofer Kugel, du. Okay. Aha, okay. Der Weg ist auch versperrt. Was können wir hier machen? Ich verstehe. Ich verstehe. Wenn es denn funktionieren würde. Jetzt! Nein! Okay, eine Kugel noch, komm! Drehen! Bopsch! Ja, okay. Okay, wie hole ich das jetzt? Ja, toll! Toll! Toll ist das! Tolles Spiel! Das ist wirklich ein tolles Spiel! Alle Sternmütze und wir! Wir springen rein und sterben gleich! Na toll, wie soll ich das jetzt machen? Jetzt! Spring! Boah. Tolles Spiel. Oh, okay, da kommen wir wieder raus. Alles klar. Wandsprung. Und wir sind gleich da. Okay, hier schön aufmachen. Können wir hier rein? Oh ja. Nice. Ja toll. Keine Pilz, kein gar nichts. Okay. Da erwähne ich den Pilz und da kommt er auch. Und das! Ich will da rein, weg da! Mach den Weg da frei! Ich will zu deinem Boss! So, du lieber Cooper, du, jetzt bist du wieder dran! Nicht du schon wieder, alte Oma! Na, was wird jetzt mit dir passieren? Wirst du fetter oder wirst du dicker? Wirst du größer? Nein. Okay, du kannst dich drehen wie so ein... keine Ahnung. Komm her! Das war knapp! Ich dachte, der springt schon wieder, deshalb habe ich mich geduckt, aber irgendwie rattert er einfach los. Hast du die Tollwut oder was? Ja. Das war's auch schon von unserem Freundchen hier. Ja, haha. Du hast jetzt dieses Level alle drei Sternenmünzen Also wegen jedem Scheiß wird man hier gefragt, ob man das im Miiverse posten will. Nein. Ich will jetzt nicht posten, das ist alles Zeitvergeudung. Und das! Bis zum nächsten Level oder so. Ach du meine Güte, was ist jetzt da los? Was erwartet uns da jetzt? Okay, wir haben da wieder zwei Wege, die wir dann gehen können. Ach du meine Güte, was passiert jetzt? Lass meine Prinzessin Peach in Ruhe, du! Doofe Oma, du! Bist doch nur neidisch! Toll. Jetzt? Ja, bringt sich viel. Was soll das jetzt sein? Na warte, Bowser, wenn ich dich in die Finger bekomme. Speichern! Ja, natürlich! Speichern beendet! Okay. Okay, meine lieben Freunde, das war's von diesem Part, von diesem neuen, frischen Part mit Holys neuer Mikro. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Bis zum nächsten Part von New Super Mario Bros. Und ciao!